fucking Gott. Oh mein fucking Gott. Ah! Ich wusste es! Ich wusste es! Baby. Oh, hier steht drauf, dass ihr alle rein abonnieren müsst. Ne? Ganz, ganz wichtig, allen ein Abo dalassen. Denn heute, meine lieben YouTube-Zuschauer, sind wir ein weiteres Mal in einem ultra gruseligen, ultra schwierig anzusehenden, schrecklichen und wirklich, wirklich unglaublich anstrengenden Horrorspiel von Chillers Art. Jetzt abonniert rein, ansonsten zünde ich eure Katze an, ich mein's ernst. Chat tut nicht so, ich hab doch recht. Freunde, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Wir sind mal wieder live on stream. Ihr seht da oben meine liebsten Freunde, mein Livestream-Chat. Die sind heute so unglaublich eskaliert. Da einmal dediziertes Shoutout an Ruski Balwan im Chat, der heute sein gesamtes Ausbildungsgehalt in Gifted Subs gesteckt hat. Also, vielen, vielen lieben Dank an den ganzen Support auf Twitch. Kommt gern rüber, wenn ihr da mal live dabei sein wollt. Und meine Damen und Herren, der Livestream-Chat ist richtig hyped, denn wir haben alle Bock auf ein Horrorspiel. Night Delivery ist heute dran. Und ich glaube, wir können... Oh, wollen wir auf Chinesisch oder Tiang Vet Vietnamesisch spielen? Haben wir Bock? Ich glaube nicht. Deutsch gibt's leider nicht. Ich gehe einfach mal rein. Es ist keine Diskussion jetzt angesagt. Wer diskutiert, verliert. Das ist ein Reim, den ich mir gerade ausgedacht habe. Wir spielen nicht auf Chinesisch, Chat. Das könnt ihr vergessen. Mann! Wir drücken auf Start und lassen uns überraschen von dem, was uns erwarten wird. Ich habe das Gefühl, meine Intros sind immer so ewig lang. Delivery Man, 31 Jahre alt. Warum war das so laut? Chat, seid ihr bereit? Husky, danke für dein Gifted Sub. Kuss. Press left mouse button to interact. Oh, schön. Ja, das sieht ja aus wie meine Gegend, wo ich wohne. Ne? Hier in der Gegend bin ich aufgewachsen. Und nicht nur aufgewachsen, sondern hier habe ich auch studiert. Ne? Danke für dein Prime. Ich bin gerade ein bisschen aufgedreht. Eigentlich habe ich heute gesagt, Chat, wir machen ruhigen. Aber dann hat der Livestream-Chat gesagt, nö, wir machen heute keinen ruhigen. Ihr seid schuld, Chat. Aber ich mag euch eh viel lieber, meine lieben YouTube-Zuschauer, okay? War nur Spaß, Livestream-Chat. War nur Spaß, ich will nur, dass sie ein Like da lassen. War nur Spaß, YouTube-Zuschauer. Ich halte mein Maul, ich bin wirklich komisch manchmal. So, wollen wir jetzt das Spiel spielen, Chat? Eins. Oh, ist das so ein VHS-Effekt auf meinen Augen? Ist ganz schön dunkel, ne? Sound Volume, machen wir mal ein bisschen leiser. Brightness auf minus 70. Digga, machen wir mal so. Das Ding ist, ist schöner fürs YouTube-Video, wenn man zumindest ein bisschen was sieht. Digga, ich bin 2 Meter gegangen und ich habe 8 Themengebiete abge... Also wirklich, ich rede wie so ein Wasserfall. Ich bin so ein Arschloch, wirklich. Entschuldigung. Livestream-Chat, bin ich ein Arschloch? Ich glaube nicht, oder? Oh, hier ist die 101. Ich mach ganz nochmal... Bevor wir jetzt hier Maus-Sensitivity machen, noch ein bisschen geringer. Schon. Einer so, ja. Ja, jetzt hast du es ja selber gesagt. Wo sollen wir denn hin? Sollen wir nach oben? Wo ist mein Geld? Wer rasselt denn hier? Jochen? Moinas? Ey, danke Lennox, dass du deinen Sub weitermachst, ne, den du gegiftet bekommen hast. Haben wir irgendwie gesagt bekommen, wo wir hin müssen? Ich hab's, glaube ich, überlesen. Weiß das jemand, Chat? Oh, hier ist mein Inventar. Okay, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Die Babyrassel. Ich glaube, es wurde aber nichts gesagt, oder? Falls es in deinen Augen unangenehm wird, kannst du den VHS-Filter in den Settings ausstellen. Echt? Headbob. Ach, tatsächlich. Aber ich finde es aber in Ordnung. Wenn ihr den VHS-Filter scheiße findet, Chat, dann sagt Bescheid. 1 in den Chat, wenn ihr ihn gut findet. 2 in den Chat, wenn ihr ihn scheiße findet. Dann machen wir ihn aus. So, wo soll ich denn lang? Och, die meisten sagen 1. Einer sagt 5. Der hat das Leben verstanden. Sterzig 1, danke für dein Follow. Moin.
Wo soll ich denn hin? Hier? Ich weiß gerade gar nicht wo. Ich kann halt mit Linksklick kann ich interagieren, Chat. Aber das war's. Oh, hier ist ein... Süß. Falco? Was hast denn du hier? Gib mal her. Gib mal her, mein Lieber. Hä? Was steht denn da drauf? Zeig doch mal. Zeig doch mal. Muss ich dich erst schlachten? Hä? Wem gehörst denn du? Was geht, Fussel? Moin. Hm. Okay, hier sind so Räder dran. Falco der Süße frisst Briefe, ja. Hey Chat, ohne Scheiß. Also das muss ich mal ganz kurz sagen. YouTube-Zuschauer, ne? Ich bin... Also wie momentan alles läuft, ist so geil. Ich hab so viel Spaß an allem, was ich tue hier. Es ist so geil. Ich komme hier hin, machen irgendwelche dummen YouTube-Formate. Ich habe 3 Mitarbeiter, die fucking sick sind, die alle arschwitzig sind, die alle Bock haben. Wir haben nur geile Formate, die bei euch übertrieben gut ankommen. Wir haben einen Stream, der so geil ist, wo alle einfach nur chillen. Es ist so nice alles gerade. Limonade! Oh, da war Alkohol drin. Never mind. Was ich sagen wollte. Wir machen so viel geile Scheiße. Wir machen so viel geile Scheiße, die so viel Bock macht, Chat. Und ey, ich bin ultra dankbar, dass ihr da alle mitmacht. Egal, was wir machen, ihr seid alle am Start. Deshalb ein dickes Danke von mir. Okay, was muss ich machen? Crouch. Soll ich zum Hund? Ich gehe nochmal zum Hund. Sterzig, wir halten zu dir. Dankeschön. Pakete aus dem Auto holen. Danke für den Hinweis. Okay, aber wo steht das Auto? Da? Bro, ich sehe halt auch nichts, ne? Steht hier irgendwo meine Audi? Ach, hier. Ach, Digga, ich renne erstmal weg, obwohl hier die Pakete sind. Bell, Bell, dankeschön für dein Tier-1-Abkuss. Danke zurück, dass du uns unterhältst. Ey, legit, das ist mein Traum, seitdem ich ein kleiner Kackboom bin, Chad. Das ist legit mein Traum, seitdem ich ein kleiner Kackboom bin. Ich wollte das Raum 206. Ich wollte das schon immer machen. Schon immer. Und ich war immer schon ein absoluter Vollidiot. Also mit dem Content, den ich mache. Und dass ich jetzt das so machen kann und alle feiern's und da gucken tatsächlich Leute zu und finden das geil, ist so geil. Also, ne? Es ist bescheuert. 206. Das ist doch hier auf der Etage, ne? Was da wohl drin ist? Chat, was denkt ihr? Chat, was denkt ihr? Was ist hier drin? In dem Paket. Hä? C4? Ein Kopf? Limonade? Denkt ihr wirklich Limonade? Da steht aber Druckerzubehör. Können wir mal alle Lilly Vanilli grüßen? Herzlich willkommen, bis neu hier. Kuss. Dorbel, knock, knock. Ich mach mal Dorbel, Intercom. Hallo. Ihr Paket ist da. Hallo! Ihr Paket! Na, dann klopfe ich mal. Hallo? Ha. Hi! Ahu! Chat, ich will ihn nicht treten. You took way too long!
Ey, Larry Barry, Dankeschön für dein Tier 1. Welcome. Mit Prime sogar. Ja, toll. Wer rasselt denn hier? Was geht? Jackie, einen wunderschönen guten Tag. Ich will nicht treten. Wieso soll ich denn treten? Der hat mich abgeworfen mit einer Flasche. Ich mache mich doch strafbar, wenn ich da jetzt irgendwie... Ich meine, er hat sich jetzt auch in dem Sinne strafbar gemacht. Aber ist doch nicht mein Problem, hä? Weiter klingeln und klopfen. Ja, aber er hat ja mein Paket genommen, Chat. Ich muss ja die Pakete hier loswerden. Dann nehme ich jetzt das kleine. Ja. Ich kann ihn doch jetzt nicht einfach treten, Chat. Hört doch mal zu. Oh, Entschuldigung. So. Wir reißen uns jetzt zusammen, Leute. Okay? Ah! Wir reißen uns jetzt zusammen. 502. Gehen in die 5. Etage. Und bleiben jetzt der freundlichste Lieferant, den du kennst. Und zu einem Lieferanten gehört auch ein breites Lächeln. Alle lächeln, Chat. Wie komme ich denn jetzt nach oben, Leute? Wie komme ich denn jetzt nach oben? Gibt's hier eine andere Treppe vielleicht? Is this a labyrinth? Klingelstreich. Ich glaube, ich muss eine andere Treppe finden. Kann das sein? Aufzug. Wo ist denn hier ein Aufzug? Neben der Treppe ist ein Fahrstuhl. Ah, ich sehe es. Lächeln. Hallo! Leute, wie heißt unser Unternehmen? Wir brauchen einen Namen für unseren Lieferservice. Werden gestorben haben? Nee, irgendwas anderes. Hamilton Industries finde ich gut. Hemi Kaki Express. Finde ich gut! Wer ist für... Leute, sind wir für den Kaki Express? Ja, komm, eins in den Chat für den Kaki-Express. Finde ich gar nicht schlecht. Ja, komm, der Kaki-Express. Hallo, ich bin Sebastian Sterzig vom Kaki-Express. Ich fange nochmal an. Hallo! Oh, I have a reward for a great service. Ey, wie beim lächeln. Wie beim Kaki-Express freuen uns natürlich über eine kleine Entlohnung. You love cats too, don't you? Ja. Yeah. Take it and be gone. Hat sie mir jetzt gerade so eine Dose Katzenfutter gegeben? Ist sie dumm? Junge, was will ich denn mit einem Katzenfutter-Scheiß? Lächeln. Ich gebe wirklich mein Bestes mit dem Lächeln, Leute. Ja, lass uns wieder gehen. Hier können wir ja, ey, was eine dumme Kuh, Alter. Was soll ich denn mit Katzenfutter, Junge? Hier sieht mich ja keiner, hier im Fahrstuhl-Chat. Da können wir auch mal ein bisschen chillen. Ich liebe meinen Job! Job. Das ist eine dumme Scheiße. Was soll ich mit der, könnte ich den Hund geben, theoretisch? Soll ich das mal versuchen, dem Hund zu geben, Chat? Ja. Der hatte doch so einen kleinen Napf. Den Hund füttern. Ja, ich bin noch dabei. Chill mal. Hallo. Hast du Hunger?
Ach so, weil jetzt ein Hund. Ein Hund würde natürlich das Katzenfutter nicht essen, weil es ist ja für Katzen, habe ich recht? Also es funktioniert nicht, Chat. Basically. Was ich versuche euch damit zu sagen. Der Hund will kein Katzenfutter. Oder brauche ich vielleicht... Oder ist hier vielleicht noch eine Katze irgendwo? Vielleicht ist hier auch irgendwo eine Katze, die irgendwie... Ach, guck mal. Nicola! Nicola Zerro! Leute, war das ein Hemmi? Ja, ja, macht das Knackung. Jetzt muss das Knackung-Emote kommen, richtig. Jetzt das Knackung-Emote oder ein Hemmi-Emote oder irgendwie sowas. Jedes Mal, wenn eine schöne Dose zu sehen ist. Schön das Knackung-Emote ballern. Ja, richtig, Chat. Richtig, richtig, so. Aber habt ihr eine Katze gesehen? Nee, ne? Ich habe keine... Sie drückt ihr Gesicht in die Aluminiumdose. Rattensohn, danke für deinen Follow-Kuss, danke. Okay, und jetzt? Habe ich dafür was bekommen? Nee, ne? Oh. Ah. Because the residents weren't too kind to you. Is it okay this time? Before you were people who made a fool themselves about disabilities, right? I said it many times before, you weren't even a bad one. Don't blame yourself. Also, don't be impatient about getting a job. Okay, das ist einfach so eine Nachricht von der Mutter an ihren Sohn. I guess. Ja, ja, ich schnüffel gerne in Müll rum. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr nicht gerne in Müll rumschnüffelt, Chat. Wer von euch hat schon mal im... Ha! Das ist immer wie so ein Jumpscare, Leute. Also an alle YouTube-Zuschauer. Die giften hier heute extrem viele Subs in meinem Chat, ne? Jetzt auch schon wieder eine 10er-Sub-Bomb von Cyberfelix. Der blöde Arsch. Du Arschloch! Macht man das so? Danke, Cyberfelix. Für die 10, ne? So viele waren das doch gar nicht. Digga, hast recht. Tami, gar kein Stress, Digga. Tani. So, was haben wir hier? 401. Das heißt, wir fahren in die... Das heißt, wir fahren in die 10. Etage und gehen dann runter, ne? Ja, ich glaube, das... in die 5. Oh, scheiße. So, 5. Ah! Dankeschön, Felix, für die weiteren 10. Wie macht man das so, ne? Ah! Husky, danke für die 10 Gifted Subs. Junge, was ist denn jetzt schon wieder los, Mann? Wir sind schon wieder bei fast 2200, ihr Ekligen. Amelie, danke für dein T1. Ja, jedes Mal, wenn ich schreie, tut mir leid, das ist ein Jumpscare hier im Chat. Kann ich nichts gegen machen. So, 401 war es, ne? Dann gehen wir jetzt hier die Treppe runter. 401. Ach so, lächeln, Leute. Lächeln! Ruski, vielen, vielen lieben Dank für die 10 und Cyberfelix, dankeschön. Ihr beiden seid verrückt, ey. Wie hieß nochmal unser Unternehmen? Kaki? Kaki, Scheiße, wie hieß nochmal unser Nebenchat? Kaki, Kaki Express? Kaki Express, ne? Ja. Hier ist der Kaki Express! Hallo! Ich bin der Kaki Express. Ich liebe es, Kacke auszuspielen hier. I'm scared. Am I the only one? Aren't you scared? The soul plays. It's like becoming part of them. Was? Was meinst du? Ich vom Kacke Express. Ich teile nur ein bisschen was aus hier. Ist das Tim? Ja. Nimm ruhig das Paket. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Ich bin vom Kacke Express. Also, nehmen Sie auch bitte Ihr Paket endlich an, sonst muss ich Sie leider umbringen. I can't trust you until you talk to the priest. He said he lives in apartment Nummer 105. Natürlich! Dann rede ich ganz kurz mit dem Priester, damit du mir vertrauen kannst. Natürlich. Arschloch. Denkt der irgendwie, ich hab nichts zu tun oder was? Lächeln, lächeln.
Meine Fresse, sind die bescheuert. Der will jetzt sein Paket nicht annehmen, weil er erstmal möchte, dass ich mit dem Priester rede, oder was? 105. 3. 5. Arbeitet er auch beim Kaki Express? Mensch, Sie sehen aber glücklich aus. I'm the local priest. Say no more. I can see that the package is... Was? I can sense that the package is cursed? But I need to make an offering first, before I can perform in... Hä? Junge, der will jetzt das Paket klauen. 100 pro. Achso, lächeln. Na Junge, was will er denn? I need cash? I need cash? Was soll ich denn jetzt machen, Chat? Soll ich dem jetzt Geld geben oder was? Will er mich verarschen? Aua. Wie soll ich dem jetzt Geld geben? Habe ich Geld? Nee. Hm. Der ist auf jeden Fall kein Priester. Ja, eben. Wobei die Kirche auch sehr viel Geld nimmt, muss man sagen. So, Kirchensteuer und alles drum und dran, glaube ich, das nimmt ja alles Geld, ne? Also, die brauchen ja Geld. Aber auf die Art und Weise, schwierig. Oder soll ich vielleicht... Ich könnte den Hund verkaufen, hast du recht, Erika. Hm, Geld. Muss ich vielleicht zurück zum Auto? Gibt's da Geld? Oder ich gehe halt zu dem Dude oben und sag ihm, gib Geld. Halt dein Maul jetzt hier. Hör auf zu quietschen. Ist hier vielleicht Geld? Nee, hier komme ich nicht weiter. Ich brauche Geld. Chat, woher kriegen wir denn Geld? Vorschläge in die... Vorschläge, ich brauche Vorschläge im Chat. Woher kriegen wir jetzt Geld? Schreib dem anderen, das Paket wurde in eine Filiale gesendet. Das ist smart as fuck. Bank ausrauben. Dann gehe ich jetzt zurück zum Typen und sage ihm, yo, ich brauche Geld von dir. Ich versuche das mal. Der muss mir ja irgendwie... Also der muss mir ja irgendwie entgegenkommen. 401, ne? Ja. Niere verkaufen, auch kein schlechter Vorschlag. Wir versuchen es erstmal mit der Niere. You spoke to the priest? Ja, habe ich. So he needs money? Ja. Okay, er gibt mir jetzt Geld. Okay, er gibt mir jetzt Geld? Ja, jetzt habe ich Geld. Und jetzt gehe ich quasi nach unten. Oh mein Gott, ist das alles verflucht, Jen. Danke für eure ganzen Follows, by the way. Jasmin, Leon, Weltkaiser, es ist Menon, Inuki, Starkiller. Herzlich willkommen an alle. Okay, dann gehen wir jetzt in die erste und reden nochmal mit dem Blödian. Erstmal zum Eckes. Danke, Digi. Ich sitze gerade auf dem Behandlungsstuhl vom Kieferorthopäden. Lenja, Kuss und Gruß, ne, an den Kieferorthopäden. Grüß ihn von uns, ja? Sag ihm, er soll es nicht zu schmerzhaft machen. So. Hier dein Geld. Wait, what? This can't be possible. This can't possibly be enough? Hä, und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Jetzt soll ich zurück zu ihm und ihm nochmal mehr abnehmen? Willst du mich verarschen? Alter, jetzt werde ich hier hin und her geschickt, Digga. Ich bin auch nur ein Lieferant. Was wollen die denn? Vielleicht will er ein Handy, das kann sein. Jasmin, Dankeschön für dein T1. Willkommen. Achso, eine runter, ne? Das gibt's doch alles nicht. So, ich brauche mehr. Forgive me, priest. I hope this much will help. Bro, also, was bin ich spielend? Chat, was bin ich spielend? Ich bin hier der Laufbursche gerade zwischen den beiden. Das gibt's nicht. Vielleicht will er 199 Millionen, richtig. Vielleicht das. So, wenn der scheiß Priest... Nimm doch einfach das Paket. Ja, legit, ne?
Was denn? Aber wir will herausfinden, dass mein Paket nicht verflucht ist. Okay, wait. Oh, that's enough. Barely. Ich werde ihn diesmal vergeben. Oh mein Gott. Let's begin the ritual. Was will er denn jetzt von mir? Jetzt macht er ein Ritual? Now go away. Der ist doch safe nicht mal ein Priester. Ach ja, und lächeln. Der ist doch safe nicht mal ein Priester, Chat. Safe nicht. Okay, dann gehe ich jetzt nach oben. Der hat das Ritual durchgeführt. Digga, ich scheiße. Kann man sich so verarschen lassen. Alter, wir haben einfach fast... Wir haben 2151 Subs, Chat. What the fuck? What the fuck, Alter? Wo wollte ich hin? Fünfte. Guten Tag, Niklef. So. Dann bringen wir ihm jetzt das scheiß Paket, ja? Eins in den Chat. Oder wollen wir es aufmachen? Das wäre so geil, könnte man einfach die Pakete aufmachen. Wer rasselt denn hier? Wollen wir es einfach aufmachen? So. Arschloch, hä? Jetzt nimm das Paket. Pack opening. Paket ist jetzt heilig, ja? Forgive me, Priest. I'm ready to take the package now. Now go away. Dankeschön, ne? Ich verstehe gerade gar nicht, worum es geht. Also, ich bin ja gerade einfach nur der Laufbursche von diesen dummen Leuten, die hier wohnen. So. Fickt euch alle! So, jetzt gehen wir schnell weg. Okay, wir haben noch zwei Pakete. Zwei haben wir noch, Chat. Das ist aber ein super kleines Paket. Alright, let's go. Okay, let's go. Okay, Etage 3. Okay, wir sind in der zweiten. So, und hier dann 305. 2, 3, 4, oh, hier 5. Hallo! Sebastian Sterzig vom Kaki Express hier, Sie Arsch. Machen Sie mal auf. Hallo? Oh. Oh. I'll be right there. Okay, perfekt. Perfekt, Chat. Monka S in den Chat. Ja, wir brauchen diesen Pepe mit dem Kreuz, Chat. Monka Christ in den Chat. Das ist perfekt. Gibt's hier zufällig einen? Ach so, okay. Ich soll jetzt hier warten, oder? Perfekt. Also ich komme nicht weiter nach vorne. Ich bin stuck hier. Ah! Ich würde Ihnen das Paket hier jetzt hinlegen, ja? Hi. What are you doing? Das Paket ist ein Bettgestell. Du wirst mir helfen, es aufzubauen, oder? Bro, du bist das verfluchteste, die verfluchteste Person, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Aber klar, gerne. So, was soll ich machen? Hä? Wo soll ich es denn hinstellen? Ja, ja, dann sag mir, wo ich es hinstellen soll. Hier? Hier? Ja, ich baue das gerne für dich auf. Mach ich doch super gerne. Mach ich doch super gerne, Chat. Sonnenblumen, Dankeschön für dein Prime. Herzlich willkommen. Im 12. Monat sogar.
Darf ich jetzt bitte gehen? Ich habe das Bettgestell aufgebaut. Dürfte ich... Oh Mann. Und jetzt? Kaki Express GmbH, wir erfüllen Ihre Träume. Ja? Ich liebe Kaki, ich liebe Schnelligkeit. Kaki und Schnelligkeit, das ist mein Motto. Wir liefern wirklich schnell und wirklich flüssig. Oh mein fucking Gott, schnell weg hier. What the fuck, Alter? Okay. So easy, oder? Chat. Chat, GGs. GGs in den Chat. Ich sehe nicht ein GG, das war doch gut, ne? Sieht doch ein, also. Ja, halt dein Maul hier. War doch gut. Chat. War richtig gut gemacht. Ne? Oder? Das war doch. Ja, war auch irgendwie süß, dass sie mich da so, ne? Nach Hilfe gefragt hat, irgendwie. Ne? Ich als alter Herr hier. Okay, 202. Let's go. Och, perfekt, Chat. Huh? Das ist doch gut. Okay. Hallo, ich bin Sebastian Sterzig vom Kaki Express. Oh, scheiße. Cutscene. My baby. You have to help me catch him. What the fuck? Wo ist es hin? Spielplatz? Alter, Chat. Wie das Kind weggelaufen ist. Holy shit. Das ist ja komplett weggesprintet. Ist es vielleicht hier auf dem Spielplatz jetzt? Da würde ich zumindest als Kind hinrennen. Könnte auf dem Spielplatz sein. Nur dieser traurige Hund. Nee. Ich sehe zumindest keinen Hund hier. Wo ist das Kind? Wo ist das Kind, Chat? Jeremy Pascal. Wo ist das Kind? Chat. Wo ist es? Wo ist das Kind? Du blöde Sau da. Du blödes Stück Scheiße da! Wo bist du? Kind! Du dumme Sau da! Du blödes... Lass euch weg. Ich bin du blödes Sau da! Ja, das Kind ist doch bestimmt oben bei diesem... bescheuerten... bei dieser bescheuerten Frau, oder? Oder vielleicht beim Nachbarn da oben? Oder, weiß ich nicht, vielleicht hockt es doch einfach irgendwo. Okay, es ist aber in die Richtung. Vielleicht hier? Wo ist das Kind? Junge, vielleicht ist das Kind auch schon einfach Richtung Ausland. Hat sie abgesetzt. Neues Leben. Neue Familie. Neues Glück. Priester. Lol. Ist weggeflogen. Ich guck mal, ob wir vielleicht... Aber wenn das Kind jetzt ganz oben ist, wie ist es über den Müll gekommen? In der offenen Tür? Nee, nee, da ist ja die Frau, oder? Ich guck mal ganz oben jetzt. Och, nicht, dass das scheiß Kind jetzt in dem Apartment von der blöden, verfluchten Frau ist. Da hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf. Hallo, ich bin Sterzi. Hallo, ich bin nur ein Mensch. Oh. Schlimmer Durchfall.
Ach, Herr Jemine. Oh. Knackung. Knackung, Chat. Knackung. Aber ist er vielleicht hier drin? Vielleicht wohnen hier auch Kühe. Wer weiß das schon? Hallo. Ich bin der Babysitter. Ich muss dich finden, du kleines Baby. Ich muss dich finden, du kleines Baby. Oh, du bist gegen die blöde Bande gelaufen. Oh nee, jetzt sag nicht, es ist da drüben drin. Die Tür ist dort auf, Chat. Fuck. Die Tür dort hinten ist auf, Chat. Fuck. Fuck! Och nee! Och nicht, dass das Baby da jetzt an der Decke hängt und irgendwie röchelt. Ah, Knackung! Ach, scheiße. Och, scheiße. Warum gehe ich hier rein? Ich habe mich entschieden, meine Gesundheit... Oh, schöne Bilder. Ui. Ja, das sieht nach einem Kühlschrank aus, ne? Ich habe mich halt auch entschieden, Chat. Ey, ohne Scheiß, ich gehe einfach hier rein und suche das Kind in diesem absolut verfluchten Haus. Und das ist jetzt meine Entscheidung gewesen. Am Ende des Tages, warum? Es ist nicht mein Kind. Ich bin der Lieferant. Bro, rufe ich doch einfach die Polizei. Ich lächel. Ihr habt ja recht. Nicht mal das Bettgestell. Oh, da hat jemand Bauchweh. Ich persönlich, Chat, habe keine Angst. Jahrelange Erfahrung und jahrelanges Interesse an Horrorspielen hat mich abgestumpft, sodass ich bei keiner Kleinigkeit überhaupt auch nur zusammenzucke. Alles gut. Oh, das war ein Blumentopf. Jetzt habe ich den Blumentopf hier runtergeworfen. Aber hier ist doch nichts. Das ist hier... Das ist noch zu. Hört ihr das auf euren Ohren, Chat? Hört ihr das auf euren Ohren? Ganz kurz ehrlich, hört ihr das? Wie es so leicht brummt, als hättet ihr eine ganz schlimme Migräne? Oh, so hört es sich manchmal an, wenn ich zu viel fettiges Essen gegessen habe in meinem Bauch. Bauch hier. Alter, ich sollte mit Solveig das Spiel spielen. Oder einen von den Schillers Art spielen. Ich glaube, das wäre cool. Ja, was ist denn nun hier? Wo ist der Kind? Oh, scheiße, Kind-Hörgeräte. Hallo? Wo ist der Kind? Wo ist der Kind? Hä? Wo ist Kind? Chat, was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt, Chat? Des Neran, danke für dein Tier 1. Kuss. Aber ey, was mache ich jetzt? Feierabend. Gut, Leute, haut da rein, wir sehen uns im nächsten... Ja, hier hatte jemand Durchfall, hört er das? Ey, Nelson, danke für dein Tier 1. Junge, was hier heute schon wieder passiert ist, Freunde, ne? Insane. Was mache ich denn jetzt hier? Was soll ich denn machen? Hier sind überall Bilder von... Was ist das, Chat? Ist das ein Kühlschrank? Was ist das? Ist das ein Kühlschrank? Ist ein Kühlschrank, ne? Ich komm halt nicht raus hier. Die Haustür ist zu. Also wir sind hier gefangen. Ich muss jetzt den Kühlschrank finden. Ich muss den blöden Kühlschrank finden. Und es tut mir auch leid, ne? Oh, wait. Hört ihr es brummen? Ich höre das Kind. Chat. Hört ihr das Kind? Thank you.
Weißt du, einfach keine Kinder haben, hä? Einfach keine Kinder haben ist so geil. Weil dann passiert dir sowas nicht. Dann passiert's dir nicht, wenn irgendwann mal du ein Kind hast und dann steht's in deinem Kleiderschrank, weißt du, und weint. Wenn du keine Kinder hast, dann ist es einfach nur dein Kleiderschrank. Ne? Und so ist es dein Kleiderschrank mit deinem Kind drin. Das ist doch scheiße. Dirk! Danke für die 5. Es ist in meinem Inventar-Chat. Das Kind ist in meinem Inventar. Was ist denn los? Alles gut? Alles gut, mein Lieber, ja? Bis dann. Schlimmer, wenn du keine Kinder hast und dann eins in deinem Kleiderschrank ist. So, richtig. Okay, Chat. Was soll ich machen? Werfe ich es runter, zertrete ich es oder bringe ich es zurück? 1, 2 oder 3? Letzte Chance, vorbei. Eins? Kann ich es werfen? Ich kann es nicht werfen. Chat, ich muss leider eure Träume zerstören. Ich kann es nicht werfen. Es ist nicht möglich. Ich könnte es werfen in real life, aber das würde ich nicht tun, denn dann würde ich ins Gefängnis kommen wegen Capital Murder. Das wollen wir nicht. Kindermord. Oh Gott. Oh Gott, das macht ja nichts, ne? Das macht ja nichts, Chat, das macht doch nichts. Ey, ich will doch nichts. Oh Mann, oh fucking hell. Lächeln, hallo. Ich bin's. Der süße, süße Sebastian. Oh Mann, alle meine Freunde mögen mich sehr gerne. Ich bin höchst beliebt. Ach, klasse. Jetzt muss ich die alle wegbringen, wa? Geld. Scheiße, was war nochmal die Reihenfolge? Ich weiß auch nicht. Was soll ich machen? Climb up. Okay, ich deliver jetzt, denke ich mal, alles einfach, oder? So, 202. Was ist 202? Nee, hier komme ich gar nicht. Hier ist 203. What the fuck, Chat? Was soll ich machen? Na, wer furzt denn hier? Wer hat hier einen leichten... Wer hat hier einen... Ein... Na, wer pupst denn hier? Hörst du auf? Das ist ja... Na, wer pupst? Hä? Na, hörst du auf? So... 202. Nee. Guck mal, wenn ich jetzt hier hochgehe, kann ich dir schon? Nee. Okay, das heißt, ich muss hier hoch, dann gehe ich dahin, dann gehe ich... Nee, doch. Nee. Hä? Ich bin ver... Wo ist das Kind? Bro, frag nicht Dinge, die ich dir nicht beantworten kann. Ich habe keine Ahnung. Hier ist eine Wand auf jeden Fall. Also, wir haben 10.000 Dollar. Wir haben kein... Okay, ich muss irgendwie in die dritte. Dann gehe ich jetzt hier hoch. Mach doch nichts, Chat. Ne? Big Mac, dankeschön für deinen Follow, ne? Big Mac. Dankeschön. So, 303, 305. 302. Ich habe halt nur 305. Dazu müsste ich darüber. Aber hier kann ich nach unten zu dem 200 irgendwas. Alter, Jana, dankeschön wieder. Tier 1. Okay, 202. 201. So, hier ist 202. The baby was walking outside this morning. He's adorable. That is Mariko's child in room 202. As soon as Mariko noticed me, looking at her son, she grabbed her son and took him inside. Please stay away from my son. Am I a germ to her? Ich verstehe nicht. Also irgendwas ist hier falsch. Okay, aber das haben wir jetzt, ne?
Okay, cool. Hey, Thompson. Dankeschön für dein Prime, ne? Kuss. Dankeschön. Okay, wir haben noch 206. Theoretisch. Okay, gehen wir hier wieder hoch, wa? Ah, Thompson. Freut mich mega, dass du da bist. Dankeschön. Welcome. Ba-dum, ba-dum, ba-dum. I'm loving it. 401. Ba-dum, 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 ba-dum. I'm loving it. Wie komme ich denn da hin? Okay, noch eins nach oben, dann rechts rum und dann runter, ja? So, jetzt bin ich ganz oben. Jetzt gehe ich hier rechts rum und gehe hier wieder runter. Und dann sind wir bei 401. Das Kind hat dich verflucht. Ich habe dich verflucht. So, touché. So, 401. Boom. Diary 2. Ich dachte, ich könnte mit Michuru-san in 401 klarkommen. Aber ich habe ihn niemals draußen gesehen. Also habe ich beschlossen, ihn zu besuchen. Dann ist er endlich zum dritten Mal rausgekommen. Ich denke, ich komme mit niemandem klar außer dir, sagte er. Ach so. I don't think anyone can get along with someone like you. Junge, er hat sie einfach beleidigt. Er meinte einfach so, yo, niemand wird mit dir jemals irgendwie klarkommen. Verstehe. Also irgendwie alle sind verflucht in diesem Gebäude. Legit. Alle. Bitte lächeln Sie. Hast recht. Ihr habt natürlich recht. Lucy, danke schön für die 1. Herzlich willkommen. I'm loving it. Ey, klopf, klopf, ich bin's. Hallo. Today I gave a cat can to Erica in room 502. I also have a dog I wish I could get along well. She told me I was disgusting, but I believed there were no bad people who love animals. I was hurt, but... Okay, verstehe. Alle hassen sich irgendwie untereinander, Chat. Was sollen wir tun? Wir müssen irgendwie hier Liebe verbreiten. So, was ist, wenn ich jetzt... Also, wir müssen irgendwie da hinten hinkommen. Oder was fehlt mir jetzt? 206. Wir müssen irgendwie da hinten hinkommen. Wenn ich jetzt also hier runter gehe und dann nach links, komme ich hier oben durch? Ja, komme ich. Guck mal. Wir können hier hinten, ganz hinten... Nee, hier ist eine scheiß Steinwand. Hier komme ich nicht durch. Dann gehe ich jetzt hier wieder runter, oder was? Ja, der Kaki Express funktioniert heute nicht so gut, Chat. Soll ich sagen? Hier komme ich wieder hoch, wa? Oder? Ja. So, dann gehe ich hier wieder runter. Was geht, Mon? So, 400. Brauche ich nicht. Da ist 305. Da muss ich hin. Dann gehe ich da runter. Perfekt. Perfekt in den Chat. Oder zum Beispiel, was haben wir denn noch für geile Emotes? Was haben wir für Emotes, Chat? Ich weiß auch nicht. Wir haben zum Beispiel den hier. Sterzig Drink. Finde ich gut. Sterzig Drink ist geil. Boom. Ja, einfach mal so ein zwischendurch. Ich kann auch gerne was für euch trinken. Guck. Lager. So. Sorry. Okay, wir sind unten. 305. Scheiße, da ist 306. Oh, damn. Müsste ich da überhaupt hin? Nee. Dann gehen wir jetzt wieder nach oben. Ah. Bye, have a great time. Wie komme ich jetzt nach unten? Da und dann da? Nee, da. Dann war's der hier. Nicht climb up. Scheiße. Ich muss doch nach unten. Gib mir mal eine Sekunde, Chat. So, jetzt bin ich 400. Komme ich denn jetzt nach unten? Da muss ich hin. Ein nach unten. Wie komme ich da hin? Wie komme ich in diese Etage? Climb down. Wie komme ich da hin, Chat? Bei 305. Ich muss, warte mal, wenn ich hier runter gehe, wahrscheinlich von unten, ne? Und dann hier durch und dann nach oben. Ich versuch's. Was war mit dem Kind? Gute Frage, das Kind war im Schrank und hat mich dann absolut weggejietet. 206. Okay, wir machen erstmal 206. Hi. In der Nacht
Mr. Takeo in Room 206 hat eine Box getragen mit Bier. Mit Bierdosen. Ich habe gefragt, ob er mir helfen kann. What the fuck are you trying to help? Achtung, do you mind me helping? Achso, ich habe gefragt, ob ich ihm helfen kann. Warum zum Teufel willst du mir helfen? Wenn du Zeit hättest zu helfen. Welfare. Okay, das ist alles. Also Englisch zu Deutsch direkt zu übersetzen ist nicht geil. Also die sind alle scheiße zueinander, basically. Mehr brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht sagen. Die sind alle kacke zueinander. Ciao. Okay. Hier müssen wir hin. Okay. It's a student. She also a part-timer at the nearest convenience store. I can tell she's a hard worker and I respect that. When I thought she wouldn't say hello when we passed each other for the first time this morning, she said, are you stalking me? Ugly fuck. I wasn't stalking. But was he? Also es ist alles, die hassen sich untereinander, Chat. Das Kind hat mich irgendwie in die Unterwelt geschickt. Das ist doch alles scheiße gerade. Die haben mich alle, also ja. Und das Geld bringe ich wahrscheinlich dem Priester, oder? Was denkt ihr? Ich denke mal, das Geld bringe ich dem Priester, right? Right? Wie komme ich denn jetzt wieder nach unten? Wie komme ich denn jetzt wieder nach unten, Chat? Du brauchst einen Discord-Server. Ich habe einen Discord-Server, Blazer. Ich habe einen. Ausrufezeichen Discord. Springen. Ich kann nicht springen. Climb down. What is going on here? Servus, Amy. So, wie komme ich jetzt am besten nach unten? Wie komme ich nach unten? Da muss ich hin. Wie komme ich da hin? Okay, ein nach oben und dann da hinten runter und dann da runter. Okay. Was habe ich verpasst? Ich bin arbeiten. Ich weiß auch nicht. Nicht viel, glaube ich. Nicht so viel. Okay, wir gehen wieder einen runter. So, jetzt bringe ich den Schein, dem Bre. Und dann haben wir zumindest, glaube ich, hier die Aufgabe erledigt. Jetzt haben wir so ein bisschen Background-Story. Generell hassen sich alle gegenseitig und beschuldigen sich alle irgendeiner dummen Geschichte. So, moin. Oh. Was ist jetzt los? Tsch. This morning I saw Yukichi in room 105 walking. He seems to be a priest and I thought he was a kind person, so I went to talk. What is the weak person doing? I don't want to see. Okay, krass. Also irgendwie hassen die sich alle gegenseitig. Und Chat, um wie viel wollen wir wetten? Schreibt gerne eure Zahl in den Chat. Um wie viel wollen wir wetten, dass ich jetzt mega auf die Fresse bekomme von irgendeinem Jumpscare? Um wie viel? Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott, oh mein fucking Gott. Ich hab... Oh mein fucking Gott. Ich wusste es! Ich wusste es! Mann, ey! So, jetzt habe ich das scheiß Kind wieder. Mann, ich wusste es! Ich lese Spiele mittlerweile wie ein Buch. Und trotzdem hat es mich erwischt. Jahrelange Videospielerfahrung, ihr scheiß Kacklappen, ey. Wow! Woo! Ey Leute, Chat, heute ruhiger Stream, ja? Heute ruhiger Stream, Sterzig U7. Sterz U7.
Oh, fuck, Alter. Wenn dieses Kind gleich auf irgendeine Art und Weise, soll ich den Keks bringen? Ohne Scheiß, Melina, super gerne. Ich hätte wirklich sehr gerne einen Keks. Falls du irgendeinen Keks hast. Ich liebe Kekse. Ich hätte so Bock auf einen Keks, bin ich ehrlich. Was jetzt hier? Nimm das scheiß Kind und verpiss dich. Oh, mein Gott. Ey, wenn ich jetzt noch einen Huhn, so, Entschuldigung, dass ich das so sage, einen Wichser sehe, der mich hier... wenn ich jetzt noch mal erschrocken werde, also nee. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Scheißpaket? Oh, was ist das? Ach. 404, ihr wollt mich doch verarschen. Woher kommt jetzt dieses kleine Dreckspaket, Chat? Hä? Woher kommt's? 404, hä? Kann ich das nicht hier einfach reinwerfen? Nein, natürlich nicht. Ich scheiße. Alles gut, Chat. Ach Mann, ey, ist wirklich alles so, so blöd. Warum bin ich in der zweiten Etage? Ach, Mann, ey. Ach Mann, ey. Okay. Wer rasselt? Wer rasselt? Heute ruhig, Chat. Lasst aber jetzt mal bitte ein Follow da. Reicht jetzt. Schönes Follow, ne? Wer jetzt noch nicht gefolgt hat, sollte es jetzt tun. Ansonsten gehe ich richtig Riot. 404, ne? Kann ja nur besser werden jetzt. Ach, perfekt. Ach, Melina, Dankeschön. Sie hat mir wirklich Kekse gebracht. Ah. Das hilft. Das hilft. Bevor wir anklopfen, die können jetzt noch warten. Wie heißen sie nochmal? Nicht DHL. Wie heißen nochmal die anderen, Chat? Die roten. UPS? Nee. Wie heißen nochmal die roten? Ach Mann. DPD, die Arschlöcher. Na, DPD lässt sich auch mal Zeit. Oder stellen das Paket irgendwo im Flur ab. Dann kann ich mir jetzt auch ein paar Kekse reinpfeifen hier. So. Jetzt ist die Frage, meine lieben Onkels. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt? Entweder die Tür geht auf, ich werde reingesogen, muss mich wieder durchkämpfen, Jumpscare, Spiel vorbei, oder Tür geht auf, Baby macht auf, hat einen Speer in der Hand, rekrutiert mich in eine neue Armee der 300 Spartaner, zieht mich in den Krieg, eine riesige Armee von irgendwelchen Leuten kommt, wir machen Formation, Baby ganz vorne als Anführer an der Front, weißt du, und ruft so, in den Krieg! Es gibt zwei Möglichkeiten. Das sind die beiden Möglichkeiten. Denkt ihr wirklich zwei? Okay. Ich bin gespannt. Wann gibt es den zweiten Teil? Uncharted. Ich muss den erstmal aufnehmen. Leider nimmt so eine ganze Folge Uncharted halt einen ganzen Arbeitstag weg. Deshalb kann ich es nicht die ganze Zeit einfach irgendwann machen, sondern ich muss es fest planen. Deshalb, irgendwann, in den kommenden Monaten auf jeden Fall. Dauert leider jetzt noch ein bisschen. Wir gehen rein. Soll ich klingeln? 1 oder soll ich klopfen? 2.
Klingeln oder klopfen? Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Okay, ich klopfe. Das sieht mir doch bisher aus, als wäre es die 2, ne? Das Baby mit dem Speer. Das kann ich nicht lesen. Ach, perfekt. Wir bekommen doch gleich jetzt richtig aufs Maul, Chat. Ich habe keinen Bock mehr. Ich finde das doch alles so scheiße. Ich will nach Hause. Ich kann nicht mehr. Schatz! Solvay! Ich kann nicht mehr warten! Ich liebe dich so sehr. Oh, fucking hell. Da ist das Kind mit dem... Da ist das Kind mit dem Speer drin. Ich glaube, es ist 50-50. Entweder das Spartaner-Baby mit dem Speer ist drin oder nicht. Schatz, ich kann nicht mehr warten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ha, okay, mental auf Jumpscare vorbereiten. Ah, ach herrje, ach herrje, ach herrje, ach herrje, mine, ach herrje, mine. Wo ist denn dein Kopf, wo ist denn dein Kopf? Dein Kopf, dein Kopf, dein Kopf! Wo ist denn dein Kopf? Dein Kopf, dein Kopf, dein Kopf, wo ist denn dein Kopf? Ist in dem Paket vielleicht dein Kopf? Vielleicht ist in den Kühlschrank dein Kopf, dein Kopf, dein Kopf, dein Kopf. Die Bitrate wird bestimmt gerade richtig gut, habe ich recht, Chat? Ihr habt bestimmt gerade eine richtig gute Bitrate. Könnt ihr mich noch erkennen? Könnt ihr mich noch erkennen, Chat? Hä? Könnt ihr mich noch erkennen? Ja? Die Bitrate kackt, glaube ich, gerade richtig schön ab, habe ich recht? Ach, Herr Jemine, die Frau ist tot! Sie ist tot! Okay, alles ist dunkel. Oh. Der Vermieter. 53. Oh. Oh, jetzt bin ich der Vermieter. Und jetzt ist der VHS-Effekt weg. Oh mein Gott, Chat, Plot-Twist. Plot-Twist in den Chat. Ich scheiß mich ein. Plot zu dem Twist. Chat, wir brauchen Plot-Twist-Emote. Kann jemand einen Plot-Twist-Emote machen? Seid mal kreativ. Los, los, kleine Häschen. Wir brauchen Plot-Twist-Emote. Oh mein Gott. Jetzt ist der VHS-Effekt auch weg. Achso, hier raus, ne? Oh. Das hier ist mein Büro. Gehe ich jetzt nach oben? Das ist ja insane. Plot-Twist-Emote ist wichtig, Chat. How the turns have tabled. Okay, ab nach oben. Wir müssen jetzt gucken, ob da wirklich Leichen liegen, Chat. Achso, das war nur der Clip. Ups, ich dachte gerade, das ist schon ein Emote. Das wäre insane gewesen. Alright. Ich bin der Vermieter. Wenn's drauf ankommt, kann ich euch rauswerfen. Ich sag's nur. Diesmal hau ich dir auf die Fresse, da. Schatz. Oh mein Gott, ich bin so tot. Ja! Thank you.
Junge, hat der gerade den Kühlschrank auf dem Rücken gehabt? Der hatte gerade den Kühlschrank auf dem Rücken, ne? Hä? Ending 2? Ending 2? Der hatte den Kühlschrank auf dem Rücken? Bin ich doof? What the fuck? Kann ich zurück ins Hauptmenü? Ich komme rein und sehe Füße. Also ich bin da rein, da war ein Dude mit dem Kühlschrank auf dem Rücken und hat mich gegessen oder was passiert? Es war der Kühlschrank die ganze Zeit über. Plot-Twist, ich bin verwirrt. Ich bin wirklich verwirrt. Ich komme hier auch nicht mehr raus. Jetzt pinkelt da auf meinem Bildschirm hier der Hund gegen den Baum. Das hat doch gar. Also, wie kann ich den Hund füttern? Ich bin so verwirrt. Ist es nun echt vorbei? Also, es ist ein Ende. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was es mir sagen will. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich will hier raus aus dem Bildschirm. Okay. Ich würde vorschlagen, Chat, wer ist dafür, dass wir gemeinsam nochmal die anderen Enden gucken? Okay, wie heißt das nochmal? Delivery Man. Chillers Art Endings. Night Delivery war's. Your final package. All Endings. Night Delivery, all Endings explained. Okay, Recap brauchen wir nicht. Wir brauchen die Endings. Okay, wir kommen zu den Endings, Chat. So. Okay, das ist das. Ja. Ja, das haben wir gesehen. Hä, was? Of the fridge depicted in the images in room 40. Hä? In the middle of the living room. The door. Hä? Which slowly opens, showing remains of a corpse. Das war ja bei uns gar nicht so, oder? This theory is suggestive due to a letter by Kohei's mother saying that Kohei's depression campaign is that Kohei was or could have killed Kohei. Das war doch gar nicht bei uns so. Not liking him. And second, the landlord could take Kohei's welfare allowance and become static, and we switch to the landlord's perspective. Kohei's letters immobilized and falls to the ground. Yeah. The first interpretation is that Kohei was murdered by all the residents. Nee, der hat so ein Kackvideo. All endings. Hey everyone. So ist das eingeteilt. Was ist das jetzt für ein Sound hier? Ach, das Hauptmenü. Nee, chill. Boom, bam. Okay. Ich möchte jetzt herausfinden, was noch mit den Endings gemeint ist. So. No. So, genau. Guck mal. The whole game was er hat's genauso. Er geht hier hin. Das Ding geht auf. Das habe ich aber auch versucht, das oder? So, das Ding geht auf. Überall liegen die Leichen. Bla, bla, bla. Zack. Distortion. Er geht hin, stirbt. So. Zweites Ende. Okay, was ist das für eine Flasche? Run. I did not find this area before, because I wasn't looking. Okay, also er hat irgendwie so eine Milchflasche. Da hat er jetzt den Hund gefüttert. What are you doing? Dann rennt der Hund weg. Dann klingelt man. Tür geht auf. Er geht rein. Findet das. Hey, there was someone in there. Kühlschrank. Oh, it's opening. Oder what? Hey, there was someone in there. Ach, die nach dir geworfen wurde. Ach, Dicker, ja, ich erinnere mich. Okay, und dann findet er das Ende, wo dann halt der Dude in dem Kühlschrank war. Aber das war's dann, wahrscheinlich, ne? Das ist wahrscheinlich das True Ending. Ja, okay. Ja, Claps in den Chat, meine Lieben. Clapperinos in den Chatterinos. Das war ja interessant. Oh, jetzt habe ich mir mega die Hand gebrochen. Aua. Macht ja nichts. An meine lieben YouTube-Zuschauer da draußen, das hat Spaß gemacht. Die letzten Worte würde ich dem Livestream-Chat überlassen. Falls ihr mal Lust habt, bei sowas live dabei zu sein, viele Horror-Games, wahrscheinlich sogar so gut wie alle, für den Zweitkanal at least,
nehme ich hier on stream auf mit den Leuten zusammen. Und da gibt es immer einen schönen Austausch. Ihr habt es gemerkt, die Dynamik ist cool, ist alles super entspannt. Und ja, kommt da einfach in Zukunft mal rein. Link ist in der Videobeschreibung. Folgt da rein. Dann verpasst ihr auch den Stream nicht mehr. Kriegt dann meistens eine Benachrichtigung mit ernst gemeinten Versprechen meistens. Deshalb, meine Twitch-Chat-Zuschauer, die freuen sich auf euch. Ich mich auch natürlich. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein, meine Lieben. Tschüss. Letzte Worte, ne, überlasse ich den Jungs und Mädels da oben. Fress ich noch einen Keks. So, danke.